So, und hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Wie ihr seht, ich habe diese Aufnahme jetzt wieder begonnen, bevor ich abgespeichert habe. Das heißt, ich habe vor, heute natürlich etwas länger aufzunehmen, weil wir haben Freitag und Freitagnacht. Und momentan 0:22. Oh, die Stoppuhr sollte ich vom letzten Part mal anhalten und wieder neu anfangen, weil... ist für die Orientierung besser. Da ist wieder Sand. Jede Menge Sand. Oh Gott, Sandspiel. Zeitspiel. Juhu! Kommt, komm, komm. Uhu! Und immer weiter. Ich weiß nicht mal den Rekord, wo ich den Prinz zum ersten Mal, also wo ich den Prinz schon mal durchgespielt habe. Ich glaube, der liegt so bei 5 Stunden oder so. An einem Tag. Ich meine, das Spiel ist nicht besonders lang, also insofern kann man das eigentlich ganz gut in einem Tag durchspielen. Will ich persönlich jetzt nicht so, weil eben meine Festplatte nicht besonders groß ist. Und da kann ich nicht wirklich so viel aufnehmen, wie ich eigentlich Lust habe. Ach, komm schon, meine lieben Freunde. Nütze die Zeit, Prinz. Nütze die Zeit, wenn sie weg sind. So. Und laufen, laufen, laufen. Wuhu. Mehr Glück wie verstanden gerade, dass das letzte Brett etwas länger da bleibt. So. Und jetzt beim Schatten. Ja, doch nicht beim Schatten. Hä? Wie jetzt? Doch beim Schatten. Ah Gott. Ich glaube, ich lasse das mal mit dem schnell drehen, aber das Problem ist, ich habe nicht alle Zeit der Welt. Und damit meine ich wirklich nicht alle Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her. Und springen und nochmal eine Sandsäule, ey. Also ich meine, die Speicherpunkte sind echt sozial gesetzt in dem Spiel. Alle 2 Minuten Speicherpunkte, nicht schlecht. Die Vision unseres zweiten Todes. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier. Wie oft sind wir jetzt eigentlich schon gestorben? In dem ganzen Spiel. Ich hab... glaube ich 4 oder 5 Mal gezählt. Außer dass wir die Zeit zurückspulen mussten. War jetzt. Also, so dass wir die Zeit zurückgespult haben. Ohne dass wir besonders Nein. Da hinten ist wieder eine Sandwolke, hoffentlich komme ich da noch lebend hin. Nein! So nicht, Prinz. So komme ich nicht mehr lebend hin. Die werde ich dringend notwendig haben. Ja, die habe ich nötig. Sag, jetzt kann ich wenigstens etwas länger mal wieder die Zeit zurückspulen. Alter Schwede, so eine Kette an Zeit zurückspulen habe ich ja noch nie gehabt. Dürfte normalerweise nicht vorkommen, besonders wenn das schon so häufig durchgespielt habe wie mir. Oh Gott, ich schwärme schon wieder. Ich schwärme, ich mag nicht schwärmen, dass ich mag nicht als Suchti dastehen. Wobei es eine Sache ist, ne? Also, man kann eigentlich keinen richtigen Let's Player nennen, der wenigstens ein Spiel mehr als 3-mal durchgespielt hat. Das geht nicht. Yep. Heppa. Was war denn das jetzt? Oh, bleibt weg, alte Scheißdreck. Die sollen wegbleiben. Die sollen wegbleiben.
Habe ich sie jetzt alle? Nein, natürlich nicht. Eine fehlt mir. Eine Fledermaus fehlt mir. Was passiert, wenn ich da oben hingehe? Nix. Da kann man froh sein, dass da alles zusammenbricht, plus eins nicht. Und zwar die Leitern. Wenn die Leitern zusammenbrechen würden, nachdem man sie einmal bestiegen hat, das wäre fieser als fies. Das wäre fast so fies wie der Spielebug bei Dead Space. Ja, ja. Unnötig war eigentlich. Und was haben wir da als Resultat? Genau, ich darf 20 Minuten wieder aufholen in Dead Space. Deswegen hoffe ich, dass da keine besonderen Unterschiede da sind zwischen Part 30 und 31. Weil eben in Part 30 da war die Hölle los. Wirklich, da war die Hölle los. Zumindest was Spielbug angeht. Aber brauche ich die Vision? Ich brauche sie eigentlich nicht. Ich weiß ja eigentlich, wie es funktioniert. Aber zum Aufspeichern ist es, glaube ich, ganz gut. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, ja. Um neu anzufangen, meine ich. Ja. Super. Wenn ich es noch recht weiß, ist es zusammen? Nein, bricht nicht zusammen. Ja. Geht weg. Zischt ab. Zischt ab, Fledermaus. Zischt ab. Zischt ab, habe ich gesagt. Alter Scheiße, sind die schwer vom Begriff, ey. Unglaublich. Das ist ja mal fies. Oh Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube darüber. Ja, da war was. So. Ich meine, da sind sie schlau gewesen, gell? Und haben da einige Fallen hingebaut. Die man so nicht unbedingt hinkriegt. Beziehungsweise mitbekommt, dass da Fallen sind. Freefall. Ich brauche mehr Anlauf. Hep. Und heppa. So. Jetzt geht's da links. Jetzt geht's da links. Hep. Und natürlich fallen. Ist klar. Ja, Prinz. Bitte. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Wow. Das war gemein. Das war richtig gemein. Und natürlich kommen wieder Flatterviecher. Kommt her. Kommt her. Ich mach euch platt. Ja, ja. Ich mach euch platt. Ich mach euch platt. Ich mach euch. Ey. Kommt schon. Kommt schon. Kommt her. Wenn ich euch nur mal erwischen würde. Sind sie weg? Ja. Schaut ganz danach aus. Das muss nicht sein.
Ja, muss auch nicht sein unbedingt. Oh Gott, ich seh's kommen. What the? Gott sei Dank ist da wenigstens ein bisschen mehr Wasser. Und was höre ich da? Was höre ich da? Jawohl, eine Sandwolke. Ich höre eine Sandwolke, Sandwolke, Sandwolke. Sorry. Scheiße. Irgendwann hat man so viele Sandbehälter, dass man überhaupt nicht mehr alle braucht. Also so ging's mir. Bis ich den Eimer das letzte Mal gefunden habe, ey, vergingen Tage. Diese Passage ist sowieso so nervenaufreibend. Ah, was haben wir denn da? Das sieht ja mal komisch aus. Beziehungsweise interessant. Sieht ja ganz schön interessant aus. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Mitten da drin, in diesem Wasserbad, befindet sich doch tatsächlich ein Brunnen. Den habe ich echt noch nie mitbekommen, weil ich immer da direkt nach oben wollte. Wirklich. Ehrenwort. Ich kenne zwar viele Brunnen, aber den habe ich jetzt wirklich noch nie gefunden. Den Brunnen. Das sieht man, selbst beim 13. Mal durchspielen findet man noch Sachen heraus. Oh Gott, der hat noch ganz blaue Augen. Ich meine, den hatte der Prinz ja, die hatte der Prinz ja schon immer. Blauen Augen. So, und jetzt bitte nach oben kraxeln und kraxeln und kraxeln und kraxeln und kraxeln, bis du aus dem Brunnen kommst. Hey, was haben wir denn da? Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern zeigen? Hä? Nicht weiter sagen, dass ich zu meinen Lebzeiten Bademeister war. Wolltest du doch fragen, Mann? Jetzt frag sie doch wenigstens, wenn du schon mal die Gelegenheit dazu hast. So. Das war's mit der einfachen Seite. Jetzt kommen die schwerere. Die schweren Jungs. Ah, eine Sandwolke. Ah, nee, da warte ich noch, bis ich den Kampf entweder beendet habe oder bis ich da rum bin. Sorry, wenn die Kämpfe in letzter Zeit etwas eintönig verlaufen, aber man neigt eigentlich dazu, an Attacken festzuhalten, die man sowieso schon kennt. Ey, mehr Glück als Verstand gehabt. Ehrlich. Na, schaffe ich den Sandbehälter noch? Den Energiebehälter. Den muss man noch schaffen. Den muss ich noch schaffen. Ich muss es einfach. Eine noch. Komm her.
will doch nicht dich, ich will dich. So, lala. Und jetzt haben wir... Ja, das wäre eigentlich Verschwendung. Hat der mir gerade 2,5 aufgefüllt? Meinst du jetzt? Warte. Den Stark kann ich nicht parieren. Warum kann ich den nicht parieren? Ja, komm. Vor allem Gegner, ne? Ach. Ist doch immer wieder dasselbe mit den Kerlen. Klein, aber herzlich. Wie oft erlebt man das, dass man direkt neben der Sandsäule steht? Nicht oft. Na, im Brunnen wären wir lieber. Aber auch hier wollen wir jetzt natürlich auch mal abspeichern, ne? Jawohl, abspeichern. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Hallo Leute und erstmal vielen Dank dafür, dass ihr dieses Video komplett angesehen habt. Für den Fall, dass es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch oder auf mag ich klicken. Ihr könnt dieses Video auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken teilen. Ihr könnt dieses Video auch zu euren Favoriten hinzufügen. Und wenn ihr überhaupt keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Ich versuche weiterhin Videos zu machen in geregelten Abständen und ich hoffe, ihr bleibt am Ball und wir sehen uns spätestens morgen bei meinem nächsten Video und bis dahin, tschüss, euer Gerhard.